scheußlich schön. BD, das ist viel zu klein für mich. Keine Sorge, ich bin schon selber raus. Sehr eng. Es wird schon gehen. Okay, ist hier noch was? Hier hat er bestimmt geschlafen, so wie das aussieht. Diese Ranken führen doch irgendwo hin. Hoffentlich stabil. Ja, die sind bestimmt stabil. Klettern da einfach mal hoch. Die sind mal so todesmutig. Mir geht's gut. Au! Ein Heilungsstim. Du bist voller Überraschungen. Ach, und jetzt kann ich es teilen. Ja, das ist ja gut zu wissen. Das ist besser. Danke, Kleiner. Na schön, und auf ein neues. Okay. Hier, komm an Bord. Tja, wie kommst du hierher? Die Reise beginnt. Karl Kesses, ein ehemaliger Jedi-Padawan, hatte sich seit Order 66 auf Wraka versteckt. Karl hatte sich einigen Schrottsammlern angeschlossen und jahrelang im Verborgenen gelebt. Gab seine Tarnung aber auf, als er die Macht nutzte, um seinen Freund Brau vor einem tödlichen Sturz zu retten. Dies führte zum Angriff der unerbittlichen zweiten und neunten Schwester. In letzter Sekunde wurde Cal von zwei geheimnisvollen Fremden gerettet, Zira Junda und Chris Duertes. Mittlerweile sind sie auf den abgelegenen Planeten Bogano getroffen, um Geheimnisse eines alten Gewölbes zu lüften. Okay. Aha. Charaktere. BD1. Zweite Schwester, die neunte Schwester. Gerald Paul. Das weißt du nicht? Vergessliche Droiden gibt's also auch. Was soll ich da sagen? Eine Truhe. Ist es okay, wenn wir uns daran bedienen? Was ist das, BD1? Neuen Sender erhalten. Keine Ahnung. Also das ist ja schon mal gut. Wo sind wir hier oben? Dorthin müssen wir. Ich fühle es. Da sind noch Viecher. So, das ist ein Seilrutsch, okay. Gehen aber trotzdem erstmal nochmal wieder kurz runter. Um zu gucken, was da noch ist. Kann ja sein, dass da noch was ist. Abkürzung freigeschaltet. Ach, jetzt weiß ich, wo ich bin. Ach so. Bratensblocks, die von Natur aus extrem aggressiven und territorialen Bockratten, sind im Laufe der Zeit eine mutualistische Beziehung zu Splocks eingegangen. Letztere locken Bocklinge aus ihren Nestern an die Oberfläche, wo sie dann von Bockratten gefressen werden. Sie sind die erwachsenen Bocklinge erst einmal tot, graben sich die Splocks in ihren Nestern vor, um ihre Eier zu verschlingen. Okay.
Okay, auf jeden Fall. Da jetzt irgendwie rüber. Verklüftete Ebene. Da waren wir, da waren wir, da waren wir. Da waren wir, da waren wir. Da hinten. Wollen wir nicht. Aber ich glaube auch nicht, dass wir da jetzt rüberkommen. Nein, da kommen wir nicht runter. Das heißt, es muss da irgendwie noch einen anderen Weg geben, wie wir da hinkommen. Aber das Viech da vorne sieht böse aus. Oh Mann, hier gibt es so viel zu erkunden und zu entdecken. Jetzt schon. Was ist das für Figuren hier vorne? Das ist so bedeutend. Du hast alles kartografiert. Geblockt, verfügbar. Okay, da kommen wir noch nicht hin. Okay. Ich schaff's nicht darüber. Es muss noch einen Weg geben. Da ist eine Liane. Liane. Da und da, da hoch. Da runter ist hier unten was. Da könnte man wirklich runter. Aber möchte ich das? Hier hoch. Nein. Da geht's runter. Ah, da geht's runter. Aber ich kann das ja so machen. Scannen. Ich kann die auch scannen. Was hast du? Oh, Kratte. Wo willst du hin? Irgendwas Brauchbares? Neues Punch-Material. Dämmung auf Programmlo. Nochmal zu meditieren. Damit wollte jemand unbedingt zum Gewölbe. Heute zum Gewölbe. Rexfang eines Reisenden, der das geheimnisvolle Gewölbe erreichen wollte. Erstmal meditieren. Ruhe dich aus, um Leben und Macht zu regenerieren. Du musst dich nicht ausruhen, um deinen Fortschritt zu speichern. Ruhst du dich aus, respawnen deine Gegner. Ja. Das haben wir schon festgestellt. Core sprintet nach vorne und attackiert sein Ziel. Springe während des Sprints. Okay. Ja, Leben. Maximales Leben erhöht. Sehr gut. Dann können wir uns auch mal ausruhen. Zack. Da ist ja eine Pokrate wieder. Jetzt machen wir wieder Learning. Ja, schon wieder so ein großer. Lauf weg! Ah!
Sofort! Was ist das denn? Warum? Schnell! Hilfe! Was ist das denn? Das ist aber gemein. Voll gemein jetzt. Böser Fehler, den ich gemacht habe. Oh. Bin ich kurz vorm Sterben hier. Was ist das? Ah, geht nicht. Ich habe nur noch ein Leben oder so. Oh, das passt ja. Unterirdische Zuflucht. Ja, ich musste erstmal meditieren. Das hat doch besser schon geklappt. Ein Okto. Trennet die Zunge mit einer Kombination aus Macht- und Lichtschwertangriffen. Ist extrem gefährlich und resistent gegen Lichtschwerter. Ach cool, man kann hier die Zunge abtrennen. Lass dich nicht umzingeln. Aha. Okay. Sache, das heißt, man kann ihn die Zunge abschneiden. Toll. Was muss man einem auch sagen? Okay, das heißt, da kommen wir auf jeden Fall nicht längs erstmal. Meditieren wir nochmal. Nochmal Leben regenerieren. Danke. Okay, da ist nicht längs da. Das ist bestimmt. Terrariums-Samen erhalten. Wie läuft's da hinten, BD1?
Gut gemacht. Parafisch. Komme ich da denn hier irgendwie hin? Ich bin auch ein Jedi, warum kann ich nicht so weit springen wie ich auch. Also dieser 500 Meter weit. Aus dem Stand. Verstehe ich nicht. Ich muss doch mal 500 Meter, jeder Jedi kann da 4 Meter hoch und 500 Meter weit springen. Was stimmt denn mit dem nicht? Oh Mann. Hallo, Großer. Ja, ich komme hier auch noch. Ich habe das Gefühl, zu dir müssen wir halten. Danke, BD1. Zauber. Was ist ein Zauber? Bevor zum Fällen will ich. Okay. Siehst du was da drin? Versuch's erneut. Es ist schwierig, Meister. Ja, der Weg ist sehr schwierig. Es mag unmöglich scheinen, aber mit Beharrlichkeit überwindest du jedes Hindernis und mit der Macht als Verbündetem. So meisterst du jeden Pfad. Gut. Versuch jetzt, mich zu erreichen. Ich spiele nur als Kind hier. Und der Macht als Verbündet. Ich erinnere mich an alte Tricks. Coole Sache. Okay. Jetzt kommen ja auch so einige Sachen da halt. Längs. Kommen wir da nicht längs? Nee, da kommen wir nicht längs. Okay. Zeigst du mir die Abkürzung nochmal? Dahin. Okay. Können wir da auch rüberlaufen? Dahin. Kommen wir denn da jetzt auch irgendwie? Ich würde jetzt gerne da noch hinkommen. Das ist jetzt ein Traum. Jawohl!
In diesem Bereich wurde meditiert. Von jemand, der den Orden der Jedi kannte. Coole Sache. Sehr cool.